Ah, okay. Wunderbar, Lara. Aber du bist genau in ein Wespennest gesprungen. Oh nee, das mache ich mit der Maus. Ich habe so das Gefühl, Next Generation ist zwar ganz nett, aber mir fehlt es ganz stark an Dingsbums. An Musik und so ein Scheiß. Gut. Passt. Ja, ich weiß nur allerdings nicht, ob... Nein! Ach. Irgendwie lebt doch hier noch so ein Lümmel. Rettet sie! Ziel in Reichweite! Ja, das war dumm. Scheiße. Na gut. Komm raus. Ich warte hier noch ein bisschen. In der Hoffnung, dass da noch jemand rauskommt. Okay, da kann ich nicht hin. Hier kann ich rummachen. Okay. Wir müssen Sturmgewehr-Muni bekommen. Ja. Woher kommen die denn auf einmal alle? Hier war es so still. Auf einmal kommen sie überall an, ey, diese Lümmel. Na gut, wenigstens kriege ich auch nicht genug Medipacks. Ich glaube, hier soll es gar keine Musik geben. Aber ich will mich hier eigentlich noch umgucken. Kann ich hier hoch? Ja. Warte mal, da war ich doch schon. Okay. Hier gibt es auch nichts. Kann ich hier irgendwo rein? Nee, kann ich nicht. Okay, ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Hier ist das Waffenarsenal. Das ist schon mal ganz gut. Keine Schränke, die ich öffnen kann. Hier ist was. Ich mag ja so Sachen eigentlich, wo du halt irgendwie in irgendwelche Basen rein musst und diese dann dementsprechend ein bisschen... Es ist nett, wie du da hochläufst, Lara. Aber irgendwie ein bisschen gruselig. Na gut. Es ist so buggy. Es ist so buggy. Warum bin ich hier an einem Kontrollpunkt? Okay.
verstehe, warum da ein Kontrollpunkt war. Ja, jetzt schaffst du es natürlich, ne? Olle Zippe. Oh, ist das mies. Nein. Ja, natürlich. So, und die sind jetzt wo? Jungs, warum gibt es hier keine Musik? Irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Musik. Aber ich kann da nichts ändern. Wenn es hier Musik geben soll, ne? Das ist dann auch wieder so eine Sache. Wo ich mir vorstellen kann. Yo. What? What? Sind die Amerikanerin? Britin, wir haben wohl einen gemeinsamen Feind. Wo ist Ihre Kommandozentrale? Нет, отвечайте. Что здесь нужно? Погоди, если нас позовут, тот исключит от работы тревога. Центр пришлет нам подмогу. Да ты что? Мы здесь, Афаньян, только снег и зверную мочу, и ты хочешь сам идти. Durch das Tor. Der Code ist K1879. Спасибо. Пожелайте мне удачи. Haha, blöd gelaufen. Ich kann euch verstehen. Kann ich die abknallen? Nee, ne? Schnee und Wolfsbisse. Alles klar. Nehmen wir mit. Ich hoffe, ich hab's. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet, aber das Tor, das Sie erwähnt haben, liegt direkt vor uns. Noch. No, du Lümmel. So, wenigstens hinterlassen die ordentlich Dingsbums. Ich nehme doch lieber das Scharfschützen. Gewehr. Gut. Hier geht's jetzt auf und es macht Bumm. Yo. Da gerade Fässer runtergeballert. Ah, nix geht über ein Kick in the Balls. So, ich weiß auch schon, was wir als nächstes spielen, wenn das heute fertig wird. Da müssen wir aber nochmal nachgucken. Weil ich glaube, jetzt zwei oder mehrere Tomb Raiders hintereinander sind dann doch zu viel. Deswegen, ich kann mal 13 spielen. Oh, ich mag meine Neapolitaner, die sind voll lecker. Und da ist es mir auch scheißegal, was für eine Marke das ist. Ich nasche die gerne. So,
oder? Satellitenbilder? Wir haben unsere eigenen, da ist nichts. Man kann das Labor von oben nicht sehen. Wir brauchen Karten. Da ist es. Puh, ziemlich weit. Ich muss nicht laufen. Ein Versorgungszug fährt direkt am Labor vorbei. Amandas Männer haben einen Vorsprung. Ich muss mich beeilen. Oha. Ups, laut der Satellitenbilder fährt der Zug gleich los. Du musst dich beeilen. Ist mir schon klar, dass ich mich beeilen muss. Natürlich, macht sie nur mit den Fingern. Da drüben ist sie! Schneid sie ab! Feuer eröffnen! Hört von der Wand an! Der Zug fährt ab! Lass mich raten, ich hab's nicht geschafft. Ich liebe es, sonst verpasst du deinen Zug. Vergiss den Zug. Ich habe eine bessere Idee. Yo. Mit Motorrad, klar, natürlich. Steht ein Motorrad. Vollgetankt. Mit dem ich. Och nee. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich will da nicht hin. Ja, ja, tötet mich, ich töte euch, ihr Lümmel. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nur drei Minuten kriegen kann. Ich finde, das geht ja noch einigermaßen. Ja, das mit dem Motorrad haben sie schon geil gemacht, aber... muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht ein bisschen zu viel. Oh, da sind noch ein paar Mini-Packs, wo ich beide nehmen sollen. In aller Ruhe. Dann passt das auch. So, eins nämlich noch. Ja, ich habe nicht so viele. Sie haben meine Paragons abgekrüppelt und blockieren den Tunnel. Aber ich glaube, ich habe da vorne eine Abzweigung gesehen. Und ich hab's verkackt. Ich hab's Medipack nicht gekriegt. Scheiße. Okay, jetzt übertreibst du langsam. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, ich weiß. Nein! Oh, ich Idiot. Also eigentlich, es ist doof, dass du beschleunigen musst, indem du nach vorne drückst. Kannst du dich mit dem Auto fahren, hast du wesentlich mehr Platz. Gut. Steht schon mal hinter mir. Wo kommen die denn her?
sind jetzt nicht unbedingt gut ausgerüstet und ich auch nicht, weil ich die ganze Zeit... Ja, knallt sie ab. Ich knall euch ab. So, wenigstens habe ich... Oh, ich habe nur ein Medipack. Ich habe wirklich nur ein Medipack. So, da waren sie noch zwei. Einer. Das kommt ja immer mit. Och nee. Oh, ist das mies. Ich muss hier ein Medipack finden. Oh, super, jetzt habe ich wieder drei. Perfecto Mundo. Gut. Das sieht wesentlich besser aus. Kann ich irgendwie auf den Zug springen? Ich meine, die Lara kann doch sonst alles. Mit den Dingern umgehen. Ich kriege aber gut auf die Schnauze. Also wenn die mich treffen, dann ist aber... geht's aber rund hier. Dann habe ich echt Probleme. Ich kann aber nicht mal ausweichen. Yo. Ja, nie. Oh, Scheiße. Das mit dem nach vorne drücken und lenken ist scheiße. Also für Controller. Gegen die natürlich so, dass ich sie nicht brauche. Lara, kümmere dich doch erstmal um einen. Bring die Medipacks. Die darf ich nicht verkacken. Yes, ich habe beide gekriegt. Super. Das war wichtig. Natürlich doof. Ich versuche das einfach mal durchzufahren, weil es wird mir jetzt zu viel langsam. Und jetzt feuern. Also langsam muss doch mal gut sein. Alle Medipacks verbraucht. Scheiße. Jo. Was war das denn? Hat nicht mal Damage gemacht. Nochmal so zwei von diesen Mitteln und dann war's das. Ich bin jetzt mal ganz langsam. Ja, heul doch mal nicht rum, ey. Was bringt's mir, wenn ich schnell fahre und sterbe? Ja.
könnte natürlich versuchen, einfach mal. Nee, das bringt nichts. Das ist zu schnell. Hier nächster Tunnel. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau war, die Dinger zu nehmen. Zum Glück Kontrollpunkt, aber trotzdem. Voll verkackt, ey. Pass bloß auf, dass du nicht runterfällst, Lara. Ach, mach Sachen. Kann ich die Brücke benutzen? Ja. Das ist schön, dass du das auf Band hast. Ich bin nicht. Scheiße! Willst du mir verziehen? Das war Absicht! Natürlich! Ich wusste es! Boah! Gott sei Dank! Endlich die Olle vom Motorrad runter. Ist es unglaublich. Die Motorradsteuerung hier ist grausam. Yo. Aber mal die Jacke wegschmissen. What? Okay. Klar, warum nicht? One normal day. Puh, ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überrollt. Was ist mit dir? Geht mir ähnlich. Am Ende ist ein drin und die Tür ist zu. Und was jetzt? An der Wand rechts neben der Frachttür ist ein Ventil. Ich will mal was probieren. Ventilator, er läuft. Sie hat also Strom. Perfekt. Egal, irgendwie. Aus irgendeinem Grund hatte ich die Invertieren-Achse drin. Ich weiß noch nicht warum. Und das war das Problem. Ja, deswegen habe ich ein bisschen verkackt. Aber nicht beim Motorradfahren, sondern beim Zielen. Wie komme ich denn da hin? Komme ich da irgendwie rüber? Nö, dahin muss ich. Okay. Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Weil ich gerade keine Ahnung habe, wie ich weiterlaufe. Ja, das bringt nichts. Ich muss halt schon irgendwie dahin. Habe ich es verkackt, weil ich da runtergesprungen bin? Nee, kann eigentlich nicht sein. Warte mal. Ach. Schön, dass man so nicht hoch genug gucken kann, um es zu sehen. Man muss da irgendwie wieder hochkommen. Das kann doch nicht sein. Okay, von da klappt's.
das Gebiet zurück. Okay. So, dann ziehe ich das komplett durch und versuche das Seil zu kriegen. Nö. Ach komm schon, ernsthaft? Ich muss da oben sein? Das ist zwar okay, aber wie komme ich denn da hoch? Nö, super, ernsthaft. Okay, 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 okay. Hallo, Lara. Springen, danke. Okay. Das war's. Dann hier das nach da drüben. Ein bisschen nach da und nochmal nach vorne und dann super. Und jetzt hier hoch. Super. Und jetzt nochmal kurz was schnabulieren. Es wird kälter. Hallo? What? Es kann doch nicht sein. Ich bin rechtzeitig gesprungen. Was soll das denn? Es wird kälter. Ich bin rechtzeitig gesprungen. Oder soll ich da irgendwo anders darüber? Na, die Genauigkeit war damals noch nicht so. Das ist ein bisschen. Ich schätze, du bist wieder mal in ein Grab gestolpert. Was macht dieser Typ eigentlich hier? Er versucht abzuhauen und das seit den 50ern. Der arme Kerl ist erfroren. Kein schönes Ende für einen Wissenschaftler. Das Experiment ging daneben. Der KGB hat alles abgeriegelt. Er wollte durch die Lüftungsschächte fliehen und ist stecken geblieben. Mein Gott. Armer Kerl. Hat mir bei Rise of the Tomb Raider aber auch gefallen. Das ist alles so ein bisschen. Es ist ja viel kälter als draußen. War schon ganz cool. Also wie gesagt, bei Rise of the Tomb Raider, das hat mir sehr gefallen. Weil es nämlich auch alles so ein bisschen in der verlassenen Kriegsmine gewesen ist und allem drum und dran, war sehr schön. Man hatte auch so ein bisschen das Jagdfeeling drin, indem man sich Ausrüstung und so ein Kram gecraftet hat. War nicht ganz so krass wie bei Shadow of the Tomb Raider. Und ja. Hallo, ich habe doch B gedrückt. Ich glaube nur die Frage, wie viel HP habe ich jetzt? Die Strom einzuschalten war wohl keine so tolle Idee. Wie es aussieht, haben da drin ein paar Geräte keinen Saft. Die Heizung zum Beispiel. So, ich... Heizung zum Beispiel. Dr. Heizung.